Hallo, ich werde oft gefragt, wie groß Kastagnetten sein müssen. Es ist bei den Kastagnetten nicht so wichtig wie bei den Schuhen, ob sie perfekt passen oder nicht, aber desto besser sie passen, desto einfacher und besser können wir spielen. Es gibt zwei verschiedene Nummerierungen für die Kastagnetten. Einmal, die präsentiere ich zuerst, sind die Größen von den ehemaligen Kastagnetten Lucero Tena, die nicht mehr hergestellt werden, oder heute noch hergestellten Kastagnetten Halle. Das hier ist eine Kastagnette in Größe Nummer 6. Es gibt auch eine Größe Nummer 5, die ich nicht habe. Die sind für kleine Frauenhänden. Hier habe ich eine Größe Nummer 7. Das wäre auch noch eine relativ kleine oder mittlere Frauenhand. Und dann habe ich eine Größe Nummer 8 für eine große Frauenhand oder eine Männerhand. Ich habe auch noch eine Kastagnette, die entspricht der Größe 9. Für eine sehr große Hand oder einfach für große Männer auch. Bei den Castañuelas del Sur oder Castañuelas Filigrana aus Sevilla sind die Nummerierungen anders. Da ist die Nummer 3, das wäre diese, die ich als 9 gerade präsentiert habe, ist genau die 3 ist die größte Castañete, die 5 ist die mittlere und die 7 ist die kleinste. Ja, also bei Lucero Tena und Halle geht es aufwärts, desto kleiner die Zahl, desto kleiner die Größe, wie bei Frauenhandschuhen. Und bei den Castañuelas del Sur und Filigrana ist es andersrum. Die kleinste Größe oder die kleinste Nummer ist die größte Kastagnette. Dann habe ich hier noch ein paar ganz kleine Kinderkastagnetten und im Gegensatz dazu ein paar Barockkastagnetten. Der Unterschied ist der Hals. Vielleicht kann man das gut sehen. Bei den Kinderkastagnetten ist der Hals hier oben kurz und bei den Barockkastagnetten ist hier oben der Hals viel länger, damit man als Erwachsene sie gut spielen kann. Jetzt zeige ich sie einmal kurz in der Hand. Das wäre die Größe 6. Sie sitzt in meiner Hand relativ gut, füllt meine Handfläche nicht ganz aus. Wenn ich jetzt die ganz großen nehme, die sind größer als meine Handinnenfläche praktisch, ja, oder füllen sie komplett aus. Das ist sehr anstrengend zu spielen. Also man kann das gut machen, wenn man schon sehr gut Kastagnetten spielen kann, schafft man das. Aber beim Lernen ist es einfach besser, wenn man eine Kastagnette hat, die gut passt. Die Kastagnette, die bei mir am besten passt, ist die Nummer 7 von Lucero Tena. Das sind meine alten Schätze. Und das wäre hier. Ja, ich habe genug Platz für alle meine Finger. Jetzt zeige ich mal den Gegensatz zu einer kleinen Kinderkastagnette. Dann kann man sehen, dass meine Finger nicht richtig drauf passen. Ja? Also das wäre eine kleine Kinderkastagnette. Da habe ich gar keinen Platz für alle meine Finger. Dagegen bei der Barockkastagnette, die etwas länger ist, da passen meine Finger drauf und ich kann sie sehr gut spielen. Und idealerweise auch die Finger unterhalb von diesem Keil. Ja, nicht so da drauf, sondern hier unten. So, ich hoffe, diese Erklärung über die Größen hilft euch, eine Entscheidung zu treffen. Nochmal, bei Castañuelas Halle ist die kleinste Nummer die kleinste Kastagnette. Das heißt, die 5 und die 6 sind für kleine Frauenhände, die 7 für mittlere, die 8 für große und die 9 für supergroße Hände. Bei Castañuelas del Sur ist es andersrum. Die 3 sind die sehr großen Kastagnetten, die 5 die mittleren und die 7 die kleinen. Viel Spaß beim Kastagnettenspielen!